Ja, damit herzlich willkommen zurück hier zu Vize Beast and Freddy. Ich war gerade noch in dieser Endstone-Welt und habe ein paar Bibliotheken geraidet. Haben nur das mitgenommen, was wir brauchen. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alles für unsere neue Base-Welt. Ich bin das mal um in Diamant. Penisse. Egal. So. Man weiß, was gemeint ist. So, und das ist ein Stone, was? Was war das jetzt? Ich check's oder? Hä? Vielleicht sollten die ganzen Pages da wegpacken. Das Endstone kann weg. Das kann weg. Das kann gebrutzelt werden. Oder Zombies. Oh, hallo Huhn. Mensch. Ah. Hauptsächlich jetzt kommt das Huhn, wo ich den Table schon gebaut habe. Sieht das so typisch. So, Chicken brauche ich jetzt nicht wirklich. Und weil das ist, welches war das jetzt? 6 oder 7? So, glaube ich, Age 6. Ja, Age 6 war's. Das ist ein Stone. So, wohl ich hätte die Buchse den Stone nicht wegpacken sollen. Das ist mein Hammer da oben. Irgendwie macht Musecraft das ganze Inventar kaputt. So, dann brauchen wir hier einmal Void World. Dann brauchen wir Single Biome. Und Mushroom Island, damit wir einfach keine Mobs spawnen können. Dann brauchen wir noch hier Show. So. Dann brauchen wir ein bisschen Tinte. Glass. Einmal so 3. Einfach nur, damit wir die Seiten kopieren können. Ink. Ah, eins hätte ich noch mehr machen können. 4 haben wir noch. Gut, so. So. Ink Vials. So, jetzt das da. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Papier. Das ist auch gewachsen in der Zeit, in der ich Pages holen war. Hier war gejunkloaded. Ist eigentlich immer ganz gut. Auch Papier ist gesichert. So. Dann will ich hier rechte Maustaste kopieren. Rechte Maustaste kopieren. So, und dann packen wir das einfach hier. Single Biome, Award World und das da. Packen wir da rein. Natürlich noch ein Link Panel. Sie an Anfang. Muss ich die alle nochmal rausnehmen oder was? So. Single Biome, Void World und Mushroom Island. So, jetzt haben wir meinen Buchsen zu wenig. So, packen wir den mal da oben hin. Das war H8. H7 habe ich noch gar nicht betreten. Da, da, da. Und ist da drüben scheinbar Lava, aber ich glaube, das ist ein Kartenbug. Weil der einfach nur nicht weiß, was die laden soll. Regen. Und Wolken. Das Lila gefällt mir. Das ist, minus 2. Genau, jetzt sollte hier der Effekt da weggehen. Genau. Irgendwie Eternal Rain ist nicht so, dass ich gesucht habe. Ja, ich merke mir die mal vor, aber ich gehe trotzdem nochmal retour. Ist zwar ganz cool, aber ja, nicht so, dass ich gesucht habe. Also ich kopiere nochmal kurz diese Pages. Einmal da. Void World. Single Biome. Mushroom Island.
So, richtige Reihenfolge, dann wieder Link Pedal, Silbiome, Void, da. Base World. So. Perfekt, ab da rein. Ab nach Mistcraft, Base World. So, hier schaut schön aus. Schaut nice aus. Ich hoffe, jetzt regnet es gleich nicht und kriege einen Anfall. Keine negative. Boah. Hier gefällt es mir. Oh nein, das sind so blöde Sphären. Wieso ausgerechnet Cobblestone? Wieso ist die ganze Map damit voll? Das ist eine schöne Welt. Oder wäre eine schöne Welt gewesen. Ich pack sie mal da rein. So, jetzt das blöde Hühnchen wieder aufgehoben. Weg damit. So. Erstmal kurz den Inkweil reinpacken. Jetzt habe ich kein Papier mehr, oder was? Zucker. Kein einziger Sugar Cane mehr. Dein Ernst? Sagt die Enderperlenfarm. Ups. Drumfall. Nö. Ups. Das sind ein paar Enderperlen. Ein paar Enderman-Schädel. Ob es ins. Ja. Ist die weniger. Jetzt gibt's ein Gold. Oh. Gold-Armor. Nein. Ah. Doch, das ist der voll ist verdammt. Egal, dann können wir mal kurz leer machen. So. Holen wir uns den Filter da. Packen den da rein. Weil Filter geht. So, nice. Schon. Das sollte eigentlich passen. Jetzt einen Versuch noch. Voidfern. Single Biome. Und Mushroom Island. Dann brauche ich noch hier ein Papierstück. Da liegt noch ein bisschen Sugarcane. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo kommt denn das daher? Egal. Hauptsache, wir haben es jetzt. So, Papier. Papier. Da. Perfekt. Falsches Ding. Und jetzt da. Ups. So. Oh, der schaut nice aus. Sieht echt nice aus. Fuck. Er ist ein bisschen finster. Auf jeden Fall, ich will genau das jetzt noch offscreen ein paar Mal machen. In dem Sinne, danke fürs nein Blödsinn. Natürlich machen wir das gemeinsam. So. Wollte ich euch verarschen. So. Sieht da komisch aus. Aber will ich hier wohnen? Nee. Weg damit. Überleg, wie glaube ich in die mit den Sphären ziehen soll. Das ist jetzt eigentlich die beste. Schauen, ob irgendwelche Negativeffekte aufkommen. Mal hier kurz einen Waypoint machen. Spawn. So. Ich frage, sind das nur Cobblestone-Dinger? Das Ding für einen Effekt. So. Sind echt nur Cobblestone-Dinger? Können die eigentlich abminen? Und ich filler die einfach weg, das wird auch gehen. Ich glaube, ich hole mir kurz einen Filler. Ich probiere das einfach mal kurz. Beziehungsweise könnte ich eigentlich auch die Ender Quarry dafür nutzen. Kurz einen Schnitzel reinziehen. Das ist mir eigentlich schwere Entscheidung. Jetzt
sie in alle Richtungen und so weiter mit den Sphären. Die Chunks laden würden, glaube ich, ja. Ja, das geht überall hin so weiter. Ist eigentlich so die voll perfekte Welt sonst. Voll Papier. Wie lässt sich das jetzt schnell wachsen? Obwohl, ich könnte mir eigentlich eine Cobblestone habe ich denn? Cobble, viel zu wenig. Was könnte ich denn jetzt machen? Überleg gerade. Ich habe kein Paper mehr. Nope. Obwohl, habe ich hier drin noch Paper? Nope. Ah, das ist jetzt zu fahren ja mühselig. Weil ich brauche noch ein bisschen Ink. Wenn's noch Glas. Wollte ich wirklich sagen, ich mache das jetzt offscreen, weil ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und in dem Sinne würde ich aber auch erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao.